Oh, es regnet plötzlich in Strömen. Ich finde besser schnell einen Ort zum Unterschlupf. Okay, wir klopfen an der Tür, wo wir gar nicht vor der Tür stehen, aber egal. Yomi, was führt dich so plötzlich hierher? Ah, so. Du bist auf der Suche nach Schutz vor dem Wolkenbruch. Der Regen fing in der Tat ohne große Vorankündigung an. Bitte tritt ein, wenn dein Körper sich zu sehr abkühlt, ist das praktisch eine offene Einladung für alle möglichen Viren und Krankheiten. Oh mein Gott. Oh, Ford, du bist so nett zu uns. Oh, bringt er uns ein Handtuch? Hier, du kannst dich mit diesem Handtuch ein wenig abtrocknen. Oh, läuft bei uns? Ob du mich bei was unterbrochen hast? Du spielst auf die Dokumente dort drüben an, nicht wahr? Keine Sorge, das ist nichts Wichtiges. Ein alter Freund von mir bat mich lediglich, ein paar Zeilen für seine Zeitung zu schreiben. Oh. Ich war gerade dabei, eine Pause einzulegen, als du eingetroffen bist. Außerdem kann ich mir die lästigen Tätigkeiten vorstellen, kann ich mir lästigere Tätigkeiten vorstellen, als mich mit dir zu unterhalten. Oh, bis der Himmel sich wieder aufklärt. Ach, fort, meine Güte. Ah, genau, warte kurz hier, während ich etwas für dich hole. Noch was? Und da sitze ich jetzt mit dem Handtuch. Oh. Oh, hat er mir Tee gemacht? Oh mein Gott. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Ich habe dir eine Kanne Tee aufgebrüht. Es ist eine Spezialmischung. Probier ihn mal. Und? Er hat einen ungewöhnlichen Geschmack, findest du nicht auch? Oh ja, der leckerste Tee überhaupt. Danke. Nicht wahr? Oh, wie er strahlt. Oh mein Gott. Weißt du, dieser Tee wurde aus Elefantenmist hergestellt. Was? Was? Na, es gibt ja auch so Kaffeebohnen, die werden von Katzen ausgekackt, oder? Ja, vielleicht gibt es auch Elefantenkacke-Tee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen alten Bekannten von mir nach Hilfe gefragt, um diese Seltenheit in meinen Besitz zu bringen. Der Mist wird ein ganzes Jahr lang sorgfältig getrocknet und besteht auch. Oh mein Gott. Es besteht also keine Gefahr, dass du dich mit etwas anstecken kannst. Im Gegenteil, dieser Tee ist sehr gesund und. Wie? Er schmeckt dir nicht? Oh. Ich hatte ihn extra für besondere Gäste beiseite gelegt, aber. Nun gut, dann werde ich dir eben einen neuen Tee zubereiten. Es dauert nur einen Moment. Hat er uns gerade einen Tee mit Elefantenscheiße serviert? Oh mein Gott. Hier, dieser Saft ist eine besondere Mischung, die von niemand Geringeren als mir selbst ins Leben gerufen wurde. Jetzt will ich aber vorher wissen, was drin ist. Oh nein, sie trinkt schon. Wer weiß, was das diesmal ist. Kuhurin? mein äußerst beeindruckendes Getränk, wenn ich das so sagen darf. Diese Limonade enthält den Vitamin C-Gehalt von 1000 Zitronen. Angesichts deiner Berufung hast du sicher Mühe damit, Sonnenbrände zu vermeiden, nicht wahr? Aber Vitamin C von 1000 Zitronen, das ist viel zu viel. So viel kann der Körper doch eh nicht aufnehmen. Vitamin C ist bekanntermaßen ein, oh mein Gott, ein Antioxidi, oh Gott, ein Antioxidans. Okay, das? Was ist los? Die Limonade ist viel zu sauer. Verstehe. Dem Geschmack habe ich noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Also schmeckt sie wohl auch wie 1000 Zitronen. Oh Mann. Entschuldige. Es ist wohl wahrlich nicht immer weise, unbekanntes Gelände zu erkunden. Bitte verstehe. Der einzige Besuch, den ich regelmäßig bekomme, ist von Wayne und Brad. Ich musste noch nie zuvor einen anderen Gast bewirten. Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht weiter. Sei einfach du selbst. Das ist irgendwie süß. Was sollen wir antworten? Also ich selbst würde sagen, das ist irgendwie süß, aber ich sage einfach mal, sei du selbst.
Ah, eigentlich hatte ich gehofft, ein guter Gastgeber zu sein. Nun gut. Wenn du mich so akzeptierst, wie ich bin, ist das sicherlich auch eine gute Lösung. Ah, betretenes Schweigen. Oh. Oh, ich glaube, der Regen hat sich wieder etwas gelegt. Du solltest es jetzt wieder nach Hause schaffen, ohne allzu nass zu werden. Oh, danke, Ford. Aber nicht doch. Du brauchst mir nicht zu danken. Oh. Es war äußerst angenehm, etwas Zeit mit dir zu verbringen. Es freut mich, dass mein Haus der erste Ort war, der dir in den Sinn kam, um Schutz vor dem Regen zu suchen. Du bist hier immer und bei jedem Wetter willkommen. Oh, auch wie er sich bemüht, das ist so süß. Das war jetzt einfach, ich dachte, jetzt passiert hier ein bisschen mehr. Na komm. Was tut er jetzt? Ah, der Sturm ist vorüber, wie? Hm. Oh Gott, dieser Glitzerschimmer dazu, ganz furchtbar. Es hätte ruhig noch etwas länger regnen können. Ach, das hätte mir überhaupt nichts ausgemacht. Er steht auf uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist natürlich die große Frage. Warte, wir reden mal direkt mit Ford. Ob wir jetzt eine andere Blumenfarbe bei ihm haben. Wo ist er denn? Ford? Bist du überhaupt zu Hause? Oder war es jetzt nur kurz? Du bist gar nicht zu Hause. Was für ein Schmuh. Ich gehe mal kurz vorbei bei ihm. Wir haben jetzt bestimmt auch 5 Herzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach ja, ich möchte euch gleich noch etwas zeigen, ne? Was ich herausgefunden habe. Es haben sicherlich auch schon einige von euch in die Kommentare geschrieben und sind schon total am Verzweifeln gewesen. Sekunde. Oh, ich habe sofort immer noch nur eine grüne Blume. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe der Blumen noch weitergeht, wenn man nicht anfängt, die Charaktere zu daten, weil Ford möchte ich jetzt eigentlich nicht daten. Ich verlasse mich auf Brads Restaurant für die meisten meiner Mahlzeiten. Wenn ich etwas für mich mache, ist es ein schnelles Frühstück. Okay. Hallo, Carrie. Ich weiß gar nicht. Ich habe offscreen übrigens, glaube ich, Schneeglöckchen geerntet. Sekunde. Alle kombinieren. Schneeglöckchen. Da. Die kann ich immer auf den Schnellzugriff legen. Da würden sich jetzt Carrie und Wayne sehr freuen. Beide mögen ja sehr gerne Blumen. So, Carrie, nicht bewegen. Sekunde. Hier. Es ist für mich, danke, Yumi. Es ist wirklich lieb von dir, dass du den Leuten so schöne Geschenke machst. Oh. Ach, Carrie. So, noch ein bisschen bei Rain einschleimen. Ich habe ihm heute bereits ein Geschenk gegeben. Ups. Okay. Dann gebe ich Brett und Ford noch eine Karotte. Wobei ich glaube, dass ich Ford nichts mehr schenken muss. Da habe ich, glaube ich, schon das Maximum an Freundschaft erreicht. Aber Brett, hier komm. Ey. Genau, da. Oh, wow, die liebe ich. Danke, Yumi. Und ich habe relativ viel Geld. Vielleicht kann ich mir mal ein, zwei Rezepte leisten bei ihm. Sekunde, wir gucken mal, was es gibt. Rezepte kaufen. Die ersten Kekse. Also, Kekse sind immer gut, aber what the hell? Das kostet 3.200. Wollt ihr mich verkackeiern? So, jeder kann backen. Traubenkuchen, Aprikosenkuchen. Einfach nur Reis. Butterreis, Quarkreis, Zwiebelreis. Was ist sowas? Kartoffelpuffer, Fischpastete, Limonade. Mann. Das ist aber alles so teuer. Kandierte Karotten. Limonade, Kartoffel, was nehme ich denn mal davon? Maismuffins. Was ist das bitte? Was ist das für Essen? Gemüsekuchen. Komm, ich nehme das Kekserezept, auch wenn es das teuerste ist. So. Okay. Ach ja, genau. Ich wollte euch noch was zeigen. Einen Moment bitte. Ich glaube, ich habe mich nämlich hier ganz schön krass vertan. Ich dachte, ich kann mit dem Hammer hier nirgendwo Erz abbauen. Aber das scheint nicht so zu sein. Also, hier kann man Erz abbauen. Und irgendwo hier bei Ford soll noch eine Mine sein, bei der man abbauen kann. Bereits nach der ersten Erweiterung. Wir gucken mal, ob es klappt. Es klappt, ich werde wahnsinnig. Eine glänzende Münze. Und was ist das andere? Ein Achat. Ach du Schande. Ich hätte die ganze Zeit hier schon abbauen können. Und guck mal, wie viele Rubine rauskommen. Oh mein Gott, wir brauchen viele Rubine. Okay. Und Jade. Oh mein Gott. Ich werde wahnsinnig. Gut, das hätten wir schon viel eher machen können. Da wären wir jetzt schon um einiges weiter. Okay, ab jetzt baue ich natürlich da jetzt auch immer das Zeug ab.
Die Frage ist, was können wir jetzt noch machen? Ich kann ja mal aus Spaß Lucky Lucky machen, was wir alles jetzt brauchen. Ich weiß gar nicht, was wollte ich denn da eigentlich nochmal? Also Rubine brauchen wir einige. Und eigentlich auch Achate. Und eigentlich auch Jade. Wir brauchen eigentlich alles. Wofür auch immer man wieder hier Rubine für sonst was braucht. Ich erinnere mich an Harvest Moon, wo wir, keine Ahnung, Smaragde und Diamante brauchten, um unser Bett zu bauen. Warum man auch immer Smaragde braucht, um ein Bett zu bauen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein sehr tolles, teures Bett. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. So. Ludus. Altes Haus. Was wollte ich denn eigentlich jetzt? Eigentlich Werkzeug, aber wir müssen langsam mal hier auch einige Gebäude bauen. Wir kommen hier nicht vorwärts. Ach, so ein besserer Hammer wäre eigentlich auch echt der Hammer. Amethysten. Die gibt's bestimmt da auch. Wartet mal. Ja. Ich hoffe, dass es Amethysten auch gibt, wo wir gerade waren. Muss ich mal gucken, ne? Muss ich aber die Zeit rausstellen. So. Was müssen wir eigentlich für ein Haus bauen? Für ein Gebäude, meine ich. Ich glaube irgendwie, warte, ich guck einfach nach. Nee, ich war richtig, verdammt. Farmaufgaben. Eine 2-Stern-Feldfrucht. eine Saatgutscheune und eine Molkerei. Oh Gott. Sonst noch was? So, wir gucken mal. Farmbestandteil. So, Saatgutscheune und das ist. Und nicht einfach gleich direkt mein Erstgeborenes und Blut von einer Jungfrau oder so. Das ist voll schwer zu kriegen. Ja. Weiter. Hier. Saatgutscheune. Topas. Rubin. Das haben wir ja bald, ne? Wir haben ja. Oh mein Gott, wir haben 14 Topase. Wir brauchen nur noch glitzernde Steine für die Saatgutscheune. Ich werde wahnsinnig. Ich überlege gerade, wie man die kriegt. Ich glaube, ich baue immer zu spät ab. Wenn ich immer abbaue, dann gibt es keine Glitzersteine mehr. Ich muss dafür, glaube ich, frequentierter an die ganzen Erzadern gehen, um das zu kriegen. Und für die Molkerei? Ah, das ist ja leicht. Das kriegt mir eigentlich hin. Wobei, 30 Eisen. Okay. Aber Stein und Milch. Warum man auch immer Milch braucht, um eine Molkerei zu bauen. Aber Stein... Wir müssen aber eh noch ganz viel Milch versenden. Schauen wir mal. Da überlege ich mal, haben wir noch irgendwelche Teilzeitjobs für heute? Wenn nicht, könnte ich ja eigentlich direkt mal schlafen gehen. Ach, ich habe es euch noch gar nicht gestanden. Leute, oh. Nein, ich wollte keinen Elefanten rufen. Elefant, geh weg, ich will dich nicht. Geh weg. Nein, Elefant, geh weg. Ich möchte auch deinen Tee nicht trinken. Danke. Elefantenscheiße-Tee. Ein mysteriöser Job. Aber ich glaube, den machen wir ein anderes Mal. Da haben wir noch genug Zeit, den zu machen. Komm. Was soll's? Ich gehe jetzt einfach mal schlafi machen. Was ich euch genau noch beichten wollte. Ich habe dieses Geisterfest. Ich habe das Geisterfest hier verpasst. Ich wollte es euch eigentlich zeigen. Wir haben ja extra Spenden eingesammelt dafür. Und jetzt ist es schon vorbei. Das wird einigen nicht gefallen, das weiß ich jetzt schon, es tut mir leid. Aber nächstes Jahr ist wieder eins. Yay! Hey. Und wenn ihr wissen wollt, was da passiert, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel habt, aber ihr könnt es ja auch selbst spielen. Oder ihr müsst halt dieses eine Ingame-Jahr jetzt warten. Ich mache immer alles mit hier und das habe ich wirklich jetzt total... Ich weiß nicht, es tut mir leid. Ich hab's verpasst. Ich habe mal wieder ein paar Tage offscreen gespielt gehabt, weil nichts passiert ist. Außer das Geisterfest. Es tut mir leid. So. Jetzt noch ein bisschen an einem Felsbrocken rumhämmern, dass der mal verschwindet. Da haben wir noch ein bisschen Energie übrig. Wir müssen auch nicht mehr zu viel Energie ins Bett gehen. Ich habe es gleich. Wenn das steht, ich habe es gleich, dauert es auch eine Weile. Ich kenne das doch. So. Gut. Jetzt ab ins Bett. Lauf schneller! Ach nee, kann ich schon was anbauen? Sekunde, da gucke ich schon mal ganz kurz nach. Ja, oh mein Gott, ich kann was anbauen. Rettichsamen! Hätte ich was vergessen. Oh mein Gott, ich falle auch in Ohnmacht hier, wenn es so weitergeht. Ups. Ist ich noch mal ganz schnell was. Was haben wir denn hier?
Eine Spinatsuppe, yeah! Das ist nicht lecker. So. Ach, die Gießkanne ist ja ganz oben. Boah, hab ich Lack gesoffen? Die ist auch immer oben. So, oh, wie schnell das geht. Oh, das geht jetzt so schnell, das Gießen. Das ist so geil einfach. Boah, das war immer so ätzend. Aber jetzt zwei Felder auf einmal und dann auch so schnell. Boah, richtig gut. So, hier unten. Ach, hier unten ist auch noch. Oh Gott. Komm hier dann. Na komm hier, Schneeklöckchensamen. Nochmal so. Aber eigentlich. Wobei doch, Schneeklöckchen sind Frühblüher, aber das sind eigentlich auch noch fast so im Winter. Das ist logisch, das ist legitim. Oh Gott, hier unten ist ja auch noch was, was ich anbauen kann. Oh Gott. Sekunde, das machen wir jetzt auch noch. Eigentlich wollte ich den Tag beenden, aber jetzt zieht sich das Ganze hier noch so. Und oh, ihre Energie ist schon fast ganz leer. Schon wieder ganz leer fast. Oh, es weint sie schon wieder. Sekunde, dann noch eine Spinatsuppe. Oh mein Gott. Aber das ist... So viel Energie kostet, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, so, komm. Beides auf einmal. Komm, wenn ich hier einmal schon so energiegeladen im Saft stehe, kann ich ja noch ein bisschen Gras ernten. So, gut. Jetzt, komm, alles vergessen, egal, ab ins Bett mit uns. Boah, die Folge ist auch schon bald rum, ey. Ich habe das Gefühl, wir haben kaum was geschafft. Außer, dass Ford uns ja indirekt anbaggert. Okay, er hat uns ja nur Elefantenkacke-Tee. Heute ist das Tierfest, oh mein Gott. Er hat uns ja nur Elefantenkacke-Tee angeboten. Danke, Ford. Das Tierfest ist heute. Das schaffen wir aber in dieser Folge jetzt nicht mehr. Machen wir dann den nächsten, ne? Oh Gott. Oh Gott, was passiert jetzt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Yomi, pss, pss, Yomi! Was? Was? Hä? So, Desi. Pan, paka, pan! Ich hoffe, du hast heute einen wunderschönen Tag. Entschuldige, dass ich hier so hereinplatze, aber ich habe ein paar Geheimtipps, wie du das Herz deines Schwarms erobern kannst. Oh mein Gott. Du musst dich nicht zieren, Yomi. Ich weiß, dass es jemanden gibt, der dein Herz gestohlen hat. Stimmt's? Oh mein Gott. Siehst du? Ich sagte ja, ich weiß es. Schließlich bin ich ja auch eine Göttin. Ich kann dir erklären, wie du am besten deine Gefühle gestehst, damit du deinen Schwarm zur richtigen... damit du und dein Schwarm zur richtigen Turteltauben werden könnt. In dieser Gegend hat jede Stadt eine eigene Tradition, nach der man seine große Liebe einen besonderen Anhänger gibt. Du kannst diese Anhänger im Gemischtwarenladen kaufen. Was? Einfach so? Als erstes solltest du dir also einen beschaffen. Ja. Als nächstes, und das ist ganz wichtig, muss dein Schwarm auch, dich auch mögen. Okay, ja, das ist logisch. Wenn du mit ihm sprichst, kannst du neben seinem Namen eine Blume sehen. Richtig? Die Blumenfarbe gibt an, ob er dich mag. Das haben wir schon herausgefunden. Wenn die Blume mindestens die grüne Stufe erreicht hat, gibt es Hoffnung. Versuche, ihm einen Anhänger zu geben. Wir haben aber fast jeden Typ eine grüne Blume. Oh, ja, wir sind so beliebt, ey. Oh, 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 oh. Und noch etwas Timing. An Festivaltagen, oder wenn dein Schwarm arbeitet, ist er beschäftigt, nicht wahr? Es wäre nicht nett, ihn zu stören, oder? Nimm lieber etwas Rücksicht und wähle einen anderen Zeitpunkt. Was doch? Was? Wie man jemanden dazu bringt, dir seine Gefühle zu gestehen? Nun, ähnlich wie wenn du ihm deine Gefühle gestehst, wirst du wahrscheinlich wollen, dass er dir Beachtung schenkt, richtig? Was? Habe ich das gefragt? Manche mögen Geschenke, manche genießen es, täglich Zeit mit dir zu verbringen. Manche sind vom Festivalsiegen beeindruckt. Bei jedem erregt etwas anderes mehr Aufmerksamkeit. Wenn du weiter hart auf deiner Farm arbeitest und zu allen freundlich bist, wird er dir sicher bald seine Gefühle gestehen. Oh, glaubst du? Oh. Oh, ich bin so aufgeregt, ich muss mit meinem Haar spielen. Na schön, das war der Unterricht für heute.
Halte mich auf dem Laufenden, ob alles klappt. Ich würde liebend gerne alles erfahren. Bis bald! Vermutlich, weil wir jetzt hier das letzte Liebeserwähnt mit Ford hatten, glaube ich. Tipps zu liebenden Missgeständnissen hinzugefügt. Ach, das ist ja nicht nötig gewesen. So, wir gucken mal hier. Strohmarkt, neue Produkte erhältlich. Ramans, neue Produkte erhältlich. Pole Pole, neue Produkte erhältlich. Das spielt vermutlich darauf an, dass alle jetzt diesen komischen Liebesanhänger, was auch immer, da verkaufen. Sekunde. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir hatten jetzt vermutlich bei Ford, genau, wir haben bei Ford 5 Herzen. Wow. Bei Wayne noch 4,5. Das kriegen wir nicht. Kommt, Leute, den kriegen wir auch noch rum. Mit der Serie haben wir jetzt schon gesprochen, süß. Yotsuki Hinata Kumari Kasumi. Boah, die klingen alle gleich. Wartet mal. Hinata? Haben wir erst noch 3 Herzen, ne? Ha! Läuft nicht so. Kumari war doch der andere Heiratskandidat, oder? Wartet mal, Leute, ich bin gerade voll durch den Wind. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Tree of Towns. Nee. Kumari war das Mädel. Genau. Hinata und Yotsuki. Oh, tut mir leid, Yotsuki, dass ich schon Namen vergessen habe. Bei dir habe ich 3,5 Herzen. What? Voll gut. Noch bei Hinata hinkt es ein bisschen. Und Ludus müssen wir eigentlich auch schon bald volle Herzen haben. Oh, haben wir sogar. Wahnsinn. Geil. Okay, gut. Mein Ziel ist es, bei allen mindestens 5 Herzen zu haben und mich dann für einen zu entscheiden. Dass wir auch möglichst bei allen die Liebeserwähnt sehen können. Das wäre natürlich sehr praktisch. Gut. So, meine Freunde. Die Zeit ist gekommen. Die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich bedanke mich auch, falls ihr bewerten wollt, falls ihr kommentieren wollt. Das wäre sehr schön. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns, wenn wir uns zum Tierfest wiedersehen. Mal gucken, mit wem ich teilnehmen möchte, bei was für einer Klasse ich teilnehmen möchte. Das werden wir dann in der nächsten Folge mal nachgucken. Das entscheide ich dann, glaube ich, spontan. Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye.